EA Productions. EA Productions liest aus dem vierten Bändchen des Gespensterbuchs, herausgegeben von Johann August Apel und Friedrich August Schulze im Jahre 1811, Der verhängnisvolle Abend. Das Glück einer vereinten Zukunft, welches Rudolf und Agnes jahrelang erst dunkel geträumt, dann im hellsten Zusammenhange gedacht hatten, scheiterte an dem harten Willen der Verwandten. Rudolfs Eltern waren Agnes nicht begütert genug, und Agnes stolze Verwandte wollten in kein näheres Verhältnis mit einer Familie treten, die aus der untersten Volksklasse sich zu Ansehen und Vermögen heraufgearbeitet hatte. Rudolf und Agnes glaubten zugrunde zu gehen, als sie ihre sehnlichsten Wünsche so plötzlich vernichtet und sogar ihren Umgang ganz abgebrochen sehen mussten. Ein Jahr verstrich, in welchem beide alles vergebens aufboten, die ihrigen auf andere Gedanken zu bringen. Da erschien Theodor von seinen Reisen wieder in der Residenz. Agnes machte Eindruck auf ihn. Der gebildete Mann fand Zutritt im Haus und bald hieß es in der Stadt, gestern haben sie Hochzeitstag gefeiert. Rudolf selbst hatte seinem akademischen Freunde zu dieser Verbindung geraten. Einesteils, weil er Agnes einen so trefflichen Mann wünschte, andernteils, weil er nur auf diese Weise hoffen konnte, zuweilen wieder mit ihr zusammenzukommen. Der letzteren Absicht lag übrigens keineswegs ein unrechtlicher Plan zum Grunde. Um sogar allen Argwohn dieser halb von sich und Agnes abzuhalten, suchte er ebenfalls eine Lebensgefährtin, und fand sie, ungefähr 11 Monate später, in Konstanzen, deren innige Liebe er aus Pflicht und Neigung zu erwidern sich bestrebte. Schon vor seiner Verheiratung war er zu einem Kränzchen gezogen worden, das Theodor gestiftet hatte. Jetzt freute er sich, die gemeinschaftliche Freude auch in seinem Haus sehen zu können. Rudolfs und Agnes Eltern wurden in diesen Versammlungen wider Wissen und Willen miteinander bekannt und fanden sich nun, wie das oft zu geschehen pflegt, umgänglicher, als sie geglaubt hatten. Ja, Rudolfs Vater gewann sogar eine große Vorliebe für Agnes und äußerte unverhohlen, dass er sie seinem Sohne gewiss gegönnt haben würde, wenn er sie so gekannt hätte. Indessen war sie auch so gut versorgt wie sein Sohn selbst, denn beide Ehen trugen alle Kennzeichen einer wechselseitigen Zufriedenheit. Hauptsächlich des freundschaftlichen Kränzchens wegen verendete Theodor, durch einen Glücksfall begünstigt, jetzt seine alte eingeschränkte Wohnung. Er glaubte der besonderen Heiterkeit, welche die Gesellschaft in der Regel zu ihm mitbrachte, seinen Dank durch geräumigere und schönere Umgebungen abstatten zu müssen. Agnes war diesmal nicht seiner Meinung gewesen. Ihren Gedanken nach hätte man keine Veränderung treffen sollen. Die Heiterkeit, sagte sie, ist in gewissem Betracht ein höchst eigensinniges Wesen. Sie ist einheimisch in der alten Wohnung geworden. Wer weiß, ob die neue ihr so behagen wird? Indessen tat die nachgiebige Frau nachmals doch alles, die neuen Gemächer schön und lieblich auszuschmücken, so dass auch Theodor sagte, »Nun wahrlich, du hast das Deinige redlich beigetragen, meinen Plan zu unterstützen und dich selber zu widerlegen. Du hast ein häusliches Elysium hergezaubert. Nur die ausgemachteste Schwermut könnte in diesen Zimmern sich nicht gefallen.« Um noch sicherer die Heiterkeit zur fortdauernden Freundschaft zu beschwören, veranstaltete er einen solennen Einzugsschmaus, zu welchem auch sein eben erst wieder einmal angekommener alter Schulfreund Edgar hinzugezogen wurde, der seit der Akademie in der weiten Welt herumlebte und überall für den fröhlichsten Menschen galt. Alle Ankommenden fühlten sich überrascht von den weiten, hohen Zimmern und deren Einrichtung. Fußboden, Tapeten, Spiegel, kurz alles Einzelne erhielt sein besonderes Lob. Die Damen fanden die Anordnung der Gardinen ganz ungemein schön und auch den Stoff zu diesen, sowohl als zu den Stühlen, dem auserlesenen Geschmacke der Wirtin angemessen. Aber nachdem nun so manches bewundert worden war, wurde auch manches in den neuen Gemächern vermisst. Auf der schönen Leerheit der neuen Tapeten schienen mehrere nach den Figuren der alten zu suchen, die trotz ihrer entschiedenen Geschmacklosigkeit gar sehr vergnügten Abenden beigewohnt hatten. Das altmodische Türfenster fehlte, wodurch man im vorigen Quartiere Rudolfs und Konstanzens zärtliche Blicke und Küsse mehrere Male belauscht hatte. Hier war kein Gartenhund, der, wie sonst immer geschah, durch sein Bellen die Kommenden im Voraus ansagte.
Vorzüglich bedauerte man auch die Brustbilder von Theodors verstorbenen Großeltern, welche in ein entfernteres Zimmer verwiesen worden waren. Die freundliche Miene des würdigen Alten hatte mit Liebe auf seine Nachkommen herabgesehen und das seltsam aufgetürmte Haar seiner Gattin nicht vermocht, eine Lächerlichkeit auf die Frau selbst zu werfen, deren musterhafter Wandel zum Sprichwort in der Stadt geworden war. Eine wesentliche Unvollkommenheit der neuen Wohnung fand man in dem Mangel eines Kamins, den die vorige, in minder holzarmer Zeit erbaut, gehabt hatte. An diesem Kamine war gar mancher Schwank erzählt und gemacht worden, und so schön der Apoll war, der hier als Ofen dienen musste, so konnte er doch sein lebendigeres Bild, das heilige Feuer, für den Winter keineswegs ersetzen. Man dachte im Voraus daran, wie sehr in der Dämmerung des Spätherbstes das trauliche Knistern und Lächeln der Flammen fehlen würde, und es währte ziemlich lange, ehe eine fortlaufende Unterhaltung zustande kam. Bloß Edgar, der die alte Wohnung nur ein einziges Mal gesehen hatte, konnte nicht aufhören, sein Wohlgefallen an der neuen zu äußern. Auch war er es, dessen gesellige Gewandtheit das Gespräch der übrigen, durch das Ungewohnte der Umgebung gefesselt, zu befreien und zu beleben verstand. Edgars Reiseabenteuer, die er mit glücklichem Humor erzählte, brachten fast jedermann auf das Kapitel der Reisen. Die meisten waren, wenn auch nur auf die Akademie, gereist und hatten manches Drollige erlebt. Bis dahin ging alles recht munter in dem Zirkel her. Aber jetzt fing Edgar an. Ich begreife gar nicht mehr, wie man immer und ewig an einem Ort haushalten kann. In den meisten Lebensverhältnissen verlangt es zwar die Notwendigkeit, auch mag es recht gut und löblich sein, dass die Mehrheit der Menschen sich mit der Scholle begnügt, worauf sie eben vom Zufalle gesetzt worden ist. Bei meiner Gesinnung aber ist es ein wahres Glück, dass ich imstande bin, meinem Hang nach ewigem Wechsel befriedigen zu können. Denn ich würde gewiss noch die erste beste Pistole gegen mich selbst kehren, wenn ich jemals meine unstete Lebensweise sollte aufgeben müssen. Sie missbilligen diese Aufrichtigkeit, wandte er sich an Konstanzen. Und diese, die erst 3 Monate verheiratet, wirklich einen offenbaren Widerwillen gegen den Reiselustigen zeigte, erwiderte mit großer Lebhaftigkeit: »Nicht ihre Aufrichtigkeit missbillige ich, aber wohl diese Gesinnung. Das ewige Reisen hat ihrer Neigung eine unnatürliche Richtung gegeben. Sie haben dadurch die Heimatlosigkeit liebgewonnen und müssen bei dieser Liebe auf die nächste Bestimmung des Menschen, auf das Familienleben, Verzicht tun.« »Recht wahr, meine schöne Freundin. Auch fließt ihre Missbilligung sehr natürlich aus dem jungen Glücke ihres reizenden Eheverhältnisses. Wenn aber im Allgemeinen die Häuslichkeit gewiss das Zuträglichste für das Glück der Welt sowohl als für den Einzelnen sein möchte, so lassen sich doch eine Menge Beweggründe denken, aus denen dieser und jener seine Zufriedenheit auf einem anderen Wege suchen muss. Sie schütteln mit dem Kopf, Liebe. Erlauben Sie, dass ich meinen Satz weiter durchführe.« »Basta, Edgar«, rief Theodor. »Das Gespräch nimmt ohne alle Furcht einen viel zu ernsthaften Gang. Mit deinen besten Gründen wirst du diese Glückliche schwerlich überzeugen, die sich aus ihrer allerdings schönen Situation nicht so weit herausdenken kann, um für deine Gründe Sinn zu bekommen.« »Auch Sie, lieber Theodor, glauben, dass es wirklich gute Gründe für dieses herzlose Herumflattern unseres ausgearteten Freundes geben könne?« »Allerdings glaube ich das. Ihre eben geäußerte Leidenschaftlichkeit bestärkt mich aber auch in dem Glauben, dass alle Gründe bei Ihnen in dieser Sache nichts fruchten würden. Lasst euch die Schlichtung jedes Streites dieser Art durch den Dichter gefallen, der so gut als sinnvoll sagt: Eines schickt sich nicht für alle. Sehe jeder, wie er es treibe, sehe jeder, wo er bleibe, und wer sieht, dass er nicht falle.« »Es ist vom Reisen gesprochen worden«, sagte Kuno, Theodors Bruder, als jetzt eine Pause entstand, während der sich Konstanz und Edgar lächelnd die Hand reichten. »Gerne hätte auch ich das meinige zu dem Gespräche getan, wenn nur mein Reisen oder meine Ansicht desselben das alltägliche einigermaßen überschritte. Die Druckereien haben sich über diesen Gegenstand in der Trivialität bereits erschöpft. Sollten wir jedoch einander in einigen Jahren widersprechen, so kann ich vielleicht von Dingen erzählen, über die uns selbst Freund Edgar vielleicht keine Auskunft zu geben vermag. Ich habe mir nämlich fest vorgenommen, eine weite, weite Reise über See zu meinem Bruder nach Suriname zu wagen.« Alle sahen den kränklichen, kaum von einem starken Nervenfieber wieder etwas hergestellten Mann mit Erstaunen an. »Das wird doch Ihr Ernst nicht sein, lieber Bruder?« fragte Agnes erblassend. »Allerdings«, antwortete er, »ich habe das lebhafteste Vorgefühl, dass diese Reise allein mein geistiges und körperliches Wohlsein wird befestigen können.
Ich strebe danach wie der ermattete Schwimmer nach dem grünen Rasen des Ufers. »Aber mein Gott«, rief eine der Freundinnen, »was ist Ihnen, liebe Agnes? Woher Ihr Erbleichen, die hellen Tränen in Ihren Augen?« »Seht ihr wohl«, sagte Theodor, den Arm um Agnes geschlungen, »das kommt alles von dem leidigen Ernste her, womit heute jedes Wort verfolgt wird. Da sind wir denn von dem Reisen überhaupt auf die weiten Reisen gekommen, von denen meine Agnes keine Freundin ist.« »Dein Wort in Ehren, Theodor«, sagte Edgar, »aber eine bloße Abneigung vor weiten Reisen erklärt mir diese gänzliche Veränderung unserer lieben Wirtin noch lange nicht.« Die übrigen scheinen Edgar stillschweigend beizustimmen, und Theodor sagte, »begnügt euch, liebe Freunde, vor der Hand mit dieser Erklärung und gebt mir zu Gefallen dem Gespräch eine andere Wendung. Wenn es gar nicht zusammenhalten will, so sollt ihr auch allenfalls Krabben herbekommen. Nur lasst mir das Reisen für heute.« »Lieber Kuno«, sagte Agnes, als dieser mit sichtbarem Verdrusse aufstand und seinen Hut zu verlangen schien, »wollen Sie gehen?« »Ja, wissen Sie, Schwester, dass ich die Abendluft noch nicht vertrage.« »Aber schon jetzt?« »Aufrichtig zu gestehen, Ihre und Ihres Mannes Empfindlichkeit umsonst und um nichts hat mich früher aufgestört, als ich's wollte. Aber ein Viertelstündchen eher oder später bleibt immer eins und dasselbe, dass das erste Gesetz unseres Kränzchens ist, einander in solchen Dingen nicht zu beschränken und jeden gehen zu lassen, wenn er will.« »Nur nicht den Unwillen«, sagte Agnes zutraulich, und Kuno versicherte, dass dies keineswegs der Fall sei, die Reizbarkeit eines Rekonvaleszenten aber wohl auch einige Nachsicht verdiene. Theodor drückte ihm noch in der Tür einen Kuss auf die Lippen, der, wie die Miene, welche er zurückbrachte, kundtat, der unwillkürliche Ausbruch eines heftig bewegten Busens war. Allgemeine Stille schien allgemeine Unbehaglichkeit zu erkennen zu geben. Theodor nahm zuerst das Wort wieder und wandte sich damit an seine Gattin. »Deine sichtbare Veränderung, meine Liebste, und was darauf erfolgte, hat einen Missmut in unserem harmonischen Verein gebracht. Darf ich ihn zu lösen versuchen, nun, da Kuno uns verlassen hat?« Agnes gab ihre Zustimmung und Theodor begann. »Ich sprach vorhin von Agnes' Abneigung vor weiten Reisen im Allgemeinen, weil ich anstand, deutlicher zu werden. Die Sache verhält sich so. Bekanntlich hat das Gefühl des nahe bevorstehenden Todes schon sehr viele auf den Gedanken an eine zu ihrer völligen Herstellung nötige weite Reise gebracht. Und nun trifft es sich nach meiner Beobachtung, die meine Mutter gemacht und mir vor kurzem mitgeteilt hat, dass fast alle bereits ruhenden Glieder meiner Familie eine solche Reise noch in ihren letzten Tagen notwendig geglaubt haben. Mein Vater zum Beispiel, der sonst große Abneigung vor der Unbequemlichkeit der Reisen hatte, wollte noch vom Sterbebette aus Anstalten zu einer Entdeckungsreise um die Welt treffen. Er bestellte und verschrieb eine Menge kostbarer Instrumente und fühlte sich glücklich, seine mannigfachen naturhistorischen Kenntnisse nun noch in seinem hohen Alter zur Beförderung der Wissenschaft benutzen zu können. Seine Familie, an der er lebenslang mit Innigkeit gehangen hatte, fing an, ihm gleichgültig zu werden. Er sprach nur immer von dem großen Ganzen und von den Entdeckungen, die er für dieses zu machen hätte. Er lechzte, wie er sagte, nach einem neuen Himmel und nach einer neuen Erde, und gar bald wurde dieses Verlangen, wenn auch nicht in seinem Sinne, erfüllt. Als fast alles bis zum Einsteigen in den Wagen bereit war, ward er einmal des Morgens tot im Bette gefunden. »Aber mein Himmel«, rief Edgar, »warum dergleichen Sonderbarkeiten nicht vorüberlassen, wie andere vergängliche Dinge? Warum sie mit dem Geiste festhalten, bis ihr Andenken in Mark und Blut übergeht? Hätten Sie, liebe Agnes, die sonderbare Reiselust Ihres sterbenden Schwiegervaters nicht so sehr im Gedächtnisse gepflegt, so würde es Ihnen heute noch ganz gleichgültig vorgekommen sein, dass Kuno zufällig auch ein Reiseprojekt gemacht hat. Es ist ja wohl natürlich genug, dass einen, der die mannigfaltigen Völker und Gegenden noch nicht gesehen hat, auch einmal die Lust dazu anwandelt.« »Das ist allerdings nicht unnatürlich«, versetzte einer, »aber gewiss ist es auch, dass schon oft Sterbende die Reise in das unbekannte Land für eine gewöhnliche irdische angesehen haben.« »Zugegeben«, erwiderte Edgar, »wie viel andere Seltsamkeiten aber überraschen uns ebenfalls zuweilen in der letzten Zeit des Lebens. So weiß ich allein mehrere Beispiele von Männern, die am Rande des Grabes von einer plötzlichen Baulust überwältigt, Häuser für sich und ihre Launen hinsetzten, als ob sie noch eine Ewigkeit auf der Erde zubringen wollten.« »Auch das«, sagte Theodor, »habe ich selbst einmal an einem Bekannten erlebt.
Wenn du mich übrigens ausgehört hättest, so würde dir meine Agnes-Erschrecken schon etwas weniger wunderlich vorgekommen sein. Du weißt, dass es mit meinem Bruder in Surinam, aller seiner Bemühungen ungeachtet, in unserem Weltteile nicht fort wollte. Dort ist er gar bald in die besten Umstände geraten, so dass er eine unbeschreibliche Anhänglichkeit an dieses sein zweites Vaterland bekommen hat. Er sprach auch in jedem Briefe, dass er nicht ohne Schrecken an unsere unseligen Gegenden zurückdenken könne. Nur mich und den hiesigen Bruder versicherte er zu vermissen. Doch wären seine Erinnerungen zu trostlos, als dass er dieserhalb in ein Land zurückkehren möchte, wo er auf jedem Schritte einen Kampf mit dem Unglücke zu bestehen gehabt hätte. Wirklich musste man seine hiesige Lage ganz kennen, um seine steten Ausfälle gegen Deutschland und Europa verzeihlich zu finden. Von diesem Bruder nun träumte mir vor einiger Zeit. Er war hier angekommen und schien so leichenfahl, dass ich heftig vor ihm erschrak. Nach der ersten Umarmung fragte ich ihn sogleich nach seiner Frau und seinen Kindern, deren er in seinen Briefen immer mit großer Liebe gedacht hatte. »Ja«, antwortete er, »die sind in Amerika zurückgeblieben.« »Dann«, erwiderte ich, »denkst du wohl auch dahin zurückzukehren?« »Gott behüte mich davor«, sagte er. »Ich bin froh, dass ich so glücklich aus dem Lande entkommen bin, von dem ich nun endlich einsehe, wie wenig es für mich gepasst hat. Frau und Kinder mögen auch bleiben, wo sie sind. Die würden sich hier unheimisch befinden. Jetzt begehre ich nur dich, um mit dir das Grab unserer geliebten Eltern zu besuchen. Nur allzu lange und allzu weit bin ich von ihnen entfernt gewesen. Kuno wird uns nachkommen.« Dabei drängte er mich zur Türe hinaus. Ein Spiegel, in den mein Blick kurz zuvor gefallen war, gab mir mein Bild gerade so krank und fahl wieder, wie der Bruder mir erschienen war. In diesem Augenblicke klirrte ein Glas auf den Boden herunter. Wir wachten davon beide auf, Agnes und ich, und ehe ich noch daran dachte, dass es bösen Eindruck auf sie machen könnte, hatte ich ihr auch schon meinen Traum erzählt, der sie in die heftigste Unruhe versetzte. »Agnes, liebe Agnes«, rief Theodor, und diese stürzte sich schluchzend an seine Brust. »Nur nicht vor mir, Theodor«, sprach sie im heftigsten Schmerze, »nur nicht früher als ich.« Edgar trat, teilnehmend zwar, aber doch auch sichtbar befremdet zu ihnen und fasste beide am Arme. »Liebe Kinder«, sagte er, »ihr seid ja zu ganz ordentlichen Traumdeutern geworden, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wie könnt ihr nur so schwach sein, einem richtigen Traume wie diesem solche Gewalt über eure Vernunft einzuräumen? Weil euch dergleichen geträumt hat, so muß doch auch die Wirklichkeit sich danach gestalten. Besinnt euch doch, wie viel ängstliche Träume ihr gewiß schon in eurem Leben gehabt habt, die nicht von der geringsten Folge gewesen sind. Warum gerade dieser? Und das Glas, das unfehlbar einem Haus herabgeworfen hat, wirst du wohl nicht als eine große Prophezeiung geltend machen wollen.« »Ich habe dich gebeten, mich anzuhören«, sagte Theodor, »aber du stürmst zugleich mit deinen Belehrungen auf uns ein, die jetzt noch gar nicht an ihrem Platze sind. Du musst nur wissen, dass auch Agnes zwar, wie schon gesagt, allerdings sehr ängstlich nach diesem Traume, aber keineswegs so trostlos war, als mehrere Monate später, wo ein Brief von Surinam ankam, der in manchen Stücken, sonderbar genug, mit meinem Traume auffallend zusammentraf. Sie war anwesend, als ich den Brief erhielt, und so konnte ich ihn nicht verheimlichen, was außerdem zu ihrem Besten geschehen sein würde. »Hier ist er«, sagte Theodor, als er ihn aus seinem Schreibtische geholt hatte. Der Brief ging zum Lesen herum und hieß wörtlich als so: »Geliebter Bruder, sehnsuchtsvoll strecke ich meine Hände nach dir aus in der Muttererde. Seit ich das Glück in meinen Armen zu halten glaubte, ist es mir völlig entflohen. Ich, Tor, statt durch Ertragung der kleinen Unfälle mir in der Heimat ein besseres Geschick zu verdienen, riss ich mich voll Ungeduld aus dem Boden, worein die Natur mich gesetzt hatte. Aber die verwundeten Wurzeln meines Daseins heilten nur für den Augenblick in der weiten Fremde. Alles geht mir unter, wenn ich nicht eiligst zu den Meinigen zurückkehre. Diese Zeilen sollen mein Vorläufer sein. Sobald ich meine Sachen in Richtigkeit und für Frauen und Kinder gesorgt habe, schiffe ich mich selber ein, um bei dir zu leben, mein trauter Bruder. Der Hügel unserer Eltern soll unser Wohnplatz werden. Kuno wird uns nicht lange allein lassen.« Der Brief, nach Theodors Aussage in Zügen geschrieben, weit größer als seines Bruders gewöhnliche, machte auf die mehreresten einen tiefen Eindruck. Seine Übereinstimmung mit dem Traume, der exaltierte, verworrene Zustand, der daraus hervorleuchtete,
und so laut einen inneren Unfrieden ankündigte, besonders aber sein zweideutiger Schluss, in welchem dem Armen Leben und Tod eins und dasselbe zu sein schien, veranlasste die meisten, ihn erst nach wiederholtem Lesen und Betrachten aus der Hand zu geben. Selbst Edgar bat ihn sich zum zweiten Male aus und gestand, dass die Handschrift des Mannes, die er wie seine eigene kenne, zu einem Hauptwerke noch ähnlich, aber doch auffallend verändert sei. »Was sagst du nun?« fragte Theodor. »Dass allerdings einige Verwandtschaft des Inhaltes zwischen Brief und Traum da ist. Zufällig aber, wie so manches andere zusammentreffen. Das behaupte ich immer noch und bitte euch der Sache nur nicht nachzuhängen, weil dies leicht zu Trübsinn und Melancholie führen kann.« Die Fröhlichkeit war und blieb entfernt, was auch Edgar tun mochte, sie durch ein gemeinsames Abbrechen der zeitherigen Unterhaltung und die Anordnung von allerlei Spielen ins Gleis zu bringen. Nur Constanze und Rudolf, welche mitten unter den übrigen sich und ihrer Liebe am meisten lebten, teilten die ernste, trübselige Stimmung der anderen nicht immer. Agnes, die ihren Tränen nicht zu gebieten vermochte, glaubte den Freunden und sich Entfernung schuldig zu sein, als es nach dem Tafelzimmer ging, das auf der entgegengesetzten Seite des Hauses lag. Die Suppe dampfte schon, aber die anmutige Dekoration des Gemachs ließ die Gäste nicht sogleich dazu kommen. Daher sagte Theodor endlich, »Setzt euch doch, liebe Freunde. Nachher habt ihr noch Zeit genug, das Zimmer zu betrachten und die herrliche Mondlandschaft draußen obendrein.« Alle kamen Theodors Wunsche nach, Edgar ausgenommen, der Italien und die Provence wiederholt besucht hatte und nicht so sehr liebte als die ungerechte Vergleichung der nordischen Natur mit jenen Gegenden. Schon hierüber war der Wirt verdrießlich. Sein Verdruß ging jedoch in Verwunderung über, als Edgar, nachdem er kaum zum Fenster hinausgesehen hatte, wieder zurückkam und sich mit einer nichts weniger als Befriedigung aussprechenden Miene, ohne ein Wort zu sagen, an den Tisch setzte. Ganz gegen seine Art beharrte er auch beim Schweigen, so daß Theodor endlich ihn selber als so anredete. »Du hast, das sehe ich dir an, an meiner Landschaft viel auszusetzen. Unfehlbar hatten dich die Reize der südlichen Landschaften für den Charakter unserer Gegend unempfindlich gemacht?« »Gewiß nicht«, antwortete Edgar. »Nun, dann so erkläre mir dein sichtbares Missbehagen.« »Nach Tische.« Alles war jedoch so neugierig geworden, daß eins nach dem anderen seinen Sitz verließ und ans Fenster ging. Die Bewunderung der Landschaft war bald allgemein. Ein einziger sagte, »Nur etwas möchte ich wohl davon wegwünschen, den ziemlich nahen Totenacker.« »Endlich, Gottlob«, fing Edgar an und schlug in die Hände, »endlich hat doch außer mir noch jemand die Augen offen. Aufrichtig zu gestehen, Theodor, ich weiß nicht, was du gedacht hast, eine Wohnung zu wählen, die gewissermaßen an das Gebiet der Toten anstößt. Ich meines Orts ehre die Toten und ihre Behausung gewiß so sehr als einer. Aber beim Essen und Trinken und Leben überhaupt will ich so wenig wie möglich erinnert sein, dass ich auch bald einmal nicht mehr essen und trinken und leben werde. Der Gedanke raubt mir im Voraus schon alle Lust an einem so hinfälligen Abendleben.« »Ei, lieber Bruder, wenn ich das gewusst hätte, so wäre ein anderes Zimmer auch noch für unseren Tisch im Hause gewesen. Leider aber habe ich nicht die mindeste Ahnung von deiner Abneigung gehabt, wie du schon daraus schließen kannst, dass gerade dieser stille Ort der Toten mir die Landschaft recht lieblich und sinnvoll erscheinen lässt. Schon manchen hellen Abend habe ich mit Agnes hier am Fenster zugebracht, um über jenen Grabhügeln die Fantasie eine selige Zukunft aufbauen zu lassen. Mich wenigstens nimmt nicht mit zu solchen Ergötzlichkeiten. Kein Jahr würde ich in diesem verdrießlichen Zimmer überleben können. Drum bewährt sich das Wort auch hier. Eines schickt sich nicht für alle. Verzeihe mir nur lieber, wenn ich sehr wider Willen und Wissen dir einen unruhigen Abend bereitet habe. Und jetzt bitte ich keine Silbe weiter über den Gegenstand.« Man setzte sich wieder, suchte auch alles Anstößige möglichst zur Seite zu lassen. Aber schon der Umstand, dass die Wirtin nicht Teilnehmerin sein konnte und ihre Mutter die Stelle derselben vertrat, brachte einige Störungen hervor, so daß sich auch nach Tische mehrere sogleich verloren. Edgar war unter diesen. Unfehlbar würde bald niemand mehr dagewesen sein, wäre nicht Agnes, deren Stimmung sich gebessert hatte, jetzt zurückgekommen. »Lasst uns der schönen Nacht noch ein wenig genießen«, sagte die Wirtin, und man setzte sich an die Fenster. »Und zuvor aber, liebe Freunde«, fuhr sie fort, »vergib mir meine vorige Unart. So muß ich es nennen, doch auf mein Wort, ich konnte mich durchaus nicht besser benehmen.
Unstreitig hatte körperliche Disposition großen Anteil an meiner Angst. Denn wie möchte ich sonst nun sogar ruhig und vergnügt die Totenhügel da drunten betrachten, unter denen ja auch der am meisten von mir Gefürchtete ist? Theodor drückte sie an sein Herz und sagte dann: »Sprecht, Freunde, ist es nicht ein schönes, feierliches Leben, was der Mondschein dort unten auf den stillen Feldern des Todes verbreitet? Am meisten interessieren uns immer die frischen Gräber, zumal am Morgen, wenn sie, wie das in diesen Wochen einige Male geschehen ist, von dem Schmerze der Hinterlassenen besucht und gepflegt worden. Seht ihr dort den neuen Hügel mit lauter Rosenstöcken umgeben? Die hat der unglückliche Witwe seiner guten Entschlafenen selbst gepflanzt. Er kommt täglich zweimal, sie zu begießen und sich ihres Wachstums zu erfreuen.« »In dergleichen Denkmäler«, sagte einer, »welche gewissermaßen von dem geheimen Atem des Verstorbenen belebt werden, müssen die Zurückgebliebenen auch weit inniger ansprechen als die toten Steine mit ihren so oft großsprecherischen Inschriften.« »Allerdings«, sagte Theodor, »und sie erhalten sich zuweilen lange genug, dort zum Beispiel auf einem der älteren Hügel des Syrinkenstrauch. Seht nur, wie viele köstliche Blüten er trägt.« Man bewunderte allgemein den schönen Strauch, dessen Düfte herüberdrangen. Konstanze und Rudolf, die in einem entfernten Fenster bei fröhlichen Träumen von der Zukunft das Gespräch der anderen nicht sehr beachtet hatten, wurden jetzt ebenfalls aufmerksam auf den schönen Strauch, und Konstanze zeigte ein solches Verlangen nach einer Blüte davon, dass Rudolf sie schon dazu aufmachen wollte. »Lass das lieber«, sagte Theodor, »dass die Notwendigkeit nicht erheischt. Zwar zweifle auch ich, dass irgendetwas Unheimliches dir auf dem Wege begegnen werde. Das Vorurteil aber gegen die Nacht auf den Gottesäckern ist nun einmal da. Vielleicht könnte dir ein ganz natürliches Geräusch oder Bild wie etwas aus der bezweifelten Wunderwelt vorkommen. Der hartnäckigste Leugner selbst wird bei solchen Gelegenheiten zuweilen von der Grenzenlosigkeit seiner Fantasie überrascht. Erinnere dich nur der ziemlich bekannten Geschichte. Eine Gesellschaft guter Bekannter ist in einem Hause beisammen, wo eben ein Toter auf der Bahre liegt, der bei Lebzeiten mit allen Anwesenden vertraulichen Umgang gehabt hatte. Man denkt seiner mit Bedauern und Liebe. Man äußert den Wunsch, seinen Geist wenigstens noch einmal unter sich zu haben. Die Gläser klingen darauf an, und man wird mit dem Gedanken, den Abgeschiedenen wiederzusehen, immer vertrauter. Ja, man glaubt endlich gar daran, dass es der allgemeinen Sehnsucht gelingen werde, den Schatten zu einem Besuche zu beschwören. Man hat dazu seinen gewöhnlichen Stuhl am Ofen leer gelassen. Aber 11 Uhr ist vorüber, und er kommt noch nicht. Endlich schlägt es Mitternacht, und alle Augen sind starr und erwartungsvoll auf den Stuhl gerichtet. Kein Schatten kommt. Jetzt äußert sich der allgemeine Unmut darüber auf mannigfache Weise. Kein Schatten. Endlich tritt einer aus der Versammlung auf und spricht: »Es verdrießt mich, dass der Verblichene unserer Freundschaft und Sehnsucht so wenig eingedenk ist. Ich gehe hinunter ins Leichengewölbe, um ihn deshalb zur Rede zu stellen. Wer begleitet mich?« Aber so standhaft man den Geist des Verstorbenen in der Mitte der übrigen erwarten wollte, so wenig hatte man zu dieser Begleitung Lust. Vielleicht auch mit darum, weil das zur Rede stellen doch etwas frevelhaft erscheinen mochte. »Gut«, sagte der Beherzte, »so gehe ich allein. Und zum Beweise, dass ich wirklich bei dem Toten gewesen bin, mag morgen diese Gabel dienen, die ich in die Bahre zu stecken gedenke.« Er ging. Als er nach geraumer Zeit noch immer nicht zurückgekehrt war, so machte sich die ganze Gesellschaft auf den Weg in das Gewölbe. Hier findet sich denn der Beherzte, selbst ohne Leben am Boden, dicht neben der Bahre. Durch heftige Reizmittel wieder zu sich gebracht, erzählt er mit schwacher Stimme, dass ihm beim Anblick des Erblichenen ein heftiger Schauer überfallen. Als er nun seinem Versprechen nach die Gabel in die Bahre gesteckt habe und wieder davon eilen wollte, so sei er von der Hand des Toten zurückgehalten worden und sogleich bewusstlos aufs Angesicht niedergestürzt. Wirklich steckte die Gabel bereits in der Bahre. Ein abgerissener Zipfel des Oberrocks daran erklärte das Übrige. Der Unglückliche hatte, vom Entsetzen übermannt, mit abgewandtem Gesicht die Gabel in die Bahre gestoßen, dabei unversehens seinen Oberrock mitgefasst und sich sodann von dem Toten selbst zurückgehalten geglaubt. Man suchte ihm dies alles begreiflich zu machen, allein der Schreck war zu groß gewesen und alle Versuche, ihn länger als einige Stunden noch beim Leben zu erhalten, vergebens. »Dem allen«, sagte Veit, »wäre vorgebeugt worden, wenn einer sich zur Begleitung entschlossen hätte, wie ich. Kommen Sie, Rudolf, ich gehe mit auf den Gottesacker.« Konstanze, die in Verfolg einer sehr aufgeklärten Erziehung keinen Begriff von der Furcht vor einer unsichtbaren Welt hatte, nickte Veit ihren Beifall zu
und schon machte er sich mit Rudolf auf den Weg, als Agnes Mutter sagte: »Geben Sie doch lieber diesen überflüssigen Gang gänzlich auf, meine Herren. Ich habe immer gehört, dass die Toten jeden Raub an einer Sache, die ihnen gewidmet worden, mit dem Tode zu bestrafen pflegen. Meine verstorbene Großmutter wusste davon viel Anekdoten zu erzählen, die mir aber wieder entfallen sind. Nur darauf besinne ich mich noch, dass sie jeden Totengräber immer sehr glücklich pries, der eine Scheintote, die er am Tage in die Gruft gesenkt, abends um ihren Schmuck hatte bestehlen wollen. Der Kerl, pflegte sie zu sagen, könnte dem Himmel danken für ihr, im Augenblicke freilich ihm sehr unwillkommenes Wiedererwachen. Bei einer Toten hätte ihm sein Wagstück binnen Jahresfrist das Leben gekostet.« Vielleicht hätten die Reden von Agnes Mutter wenigstens einigen Eindruck auf Konstanzen und Rudolfen gemacht, wenn sich nicht beide jetzt der früheren Zeit erinnert hätten, wo diese Mutter gerade das meiste zur Hintertreibung des Plans zwischen Rudolf und Agnes getan hatte. So aber schlichen sich Rudolf und Veit, die ohnehin ihres Lachens nicht mehr Meister blieben, hinaus, während sie fortfuhr, den angefangenen Text mit Noten zu versehen. Es würde noch manche Bemerkung gegeben hatten über den Leichtsinn der heutigen Jugend und ihrem Ungehorsam gegen die Stimme der Erfahrung, wenn Agnes Mutter sie vermisst hätte. So aber nahm sie, an frühes Schlafengehen gewöhnt, die erste Gelegenheit vor, sich aus dem Zimmer zu verlieren. »Da kommen Sie wirklich«, rief Konstanze, als Rudolf und Veit jetzt Arm in Arm auf dem Kirchhofe sichtbar wurden. Schnellen Schrittes gingen sie nach dem Syrinkenstrauche. Konstanze sank leblos in Agnes Arme, als Rudolf den Strauch gefasst hatte und mit dem Zweige, den er davon gebrochen, zu Boden gestürzt war. Denn es schien kein unbedeutender Fall zu sein und Veit erst nach langer Mühe den Freund wieder aufhelfen zu können. Schon wollten Konstanze und Agnes selbst hinunter. Aber man zeigte ihnen, dass der Fall von keinen Folgen gewesen war, da die beiden jungen Männer zurückkehrten. Alle Erwartung war aufs Höchste gespannt. »Ich bin ganz müde geworden«, fing Rudolf im Hereintreten an und setzte sich mit Konstanzen, die ihn innig umfasste, auf das Sofa. »Du fielst, mein Lieber«, sagte sie. »Allerdings«, versetzte er, »du hast wohl recht gehabt, Theodor, mit deinem Misstrauen gegen die Fantasie. Schon der Weg nach dem Grabhügel war nicht der anmutigste. Es war mir, als ob alles um uns her zur Sprache gekommen sei. Die Grüfte hallten, das Gras rauschte, und ich kann sagen, dass der hässliche Ton, den eine Kröte von sich gab, mir diesmal ein Wohllaut war, weil er doch von einem lebendigen Wesen herrührte, da die übrigen Laute sämtlich dem Tod und seinen Genossen anzugehören schienen. So waren wir denn am Ziele angelangt. Kein Wunder, dass ich bei meiner Spannung in den Blüten des Strauchs lauter Totenschädel erblickte und dass ich darüber die Besinnung verlor. Indes hielt ich doch, als ich wieder zu mir kam, den abgebrochenen Zweig so fest in meiner Hand, als ob ich ihn selbst gegen den Tod hätte verteidigen wollen. Hier, liebe Konstanze.« Konstanze ergriff die schöne Blüte, aber kaum, dass es geschehen war, so warf sie sie weit von sich und verwahrte sich mit dem Tuche vor ihrem Dufte. »Leichengeruch, lauter Leichengeruch«, sagte sie und wollte jedermann abhalten, es zu versuchen. »Auch wieder bloße Fantasie«, sagte Theodor und reichte die Blüte der übrigen Anwesenden. Alle ergriffen sie voll Neugier und niemand, Rudolfen und Veiten nicht ausgenommen, fand Konstanzes Äußerung bestätigt. Nur mit vieler Mühe war diese zu einem zweiten Versuche der Blume zu bewegen und behauptete dann sogar, dass der Geruch immer widriger werde. Während die übrigen alle bemühten, die höchst niedergeschlagene Konstanze zu beruhigen, rief Theodors Bedienter seinen Herrn auf die Seite. »Na, Hartmann«, sagte der Diener, »über den mancherlei heutigen Geschäften einen Brief vergessen, der schon heute Nachmittag angekommen ist. Ein Herr, der ihn selbst aus Amerika mitgebracht hat, wird morgen früh seine Aufwartung machen.« Theodors ahndende Miene erregte Agnes Aufmerksamkeit umso mehr, da der Brief ein schwarzes Siegel hatte. Sie eilte hinzu und kam eben, wie ihr Gatte von der Gewalt des Schmerzes zu Boden gedrückt wurde. In demselben Augenblicke hörte man von freien Stücken ein Glas zerspringen, welches alle sogleich an das erinnerte, das Theodoren und Agnes durch sein Herunterfallen aufgeweckt hatte. »Mein Bruder, Agnes hat recht gehabt«, sagte Theodor noch schwach. »Er nimmt mich mit sich hinüber.« Vergebens wurde sogleich die Hilfe einiger Ärzte aufgeboten, und der Abend, an dem die Heiterkeit gar nicht hatte einheimisch werden sollen,
endigte mit der Trauer über den Verlust des von allen seinen Bekannten aufrichtig geschätzten Theodor. Nach der trostlosen Witwe waren Konstanze und Rudolf die betrübtesten. Der Zusammenhang zwischen des verstorbenen Traume und dem Briefe des Bruders mit dem, was sich nun wirklich zugetragen hatte, goss einen Schauer über das Paar aus, der durch den Vorfall mit der Blüte vom Kirchhofe immer wieder erneuert wurde. Der Fremde, der den Brief aus Surinam gebracht hatte, überreichte am anderen Tage auch das Herz des daselbst Verstorbenen, welches dieser durchaus unter dem Hügel seines vaterländischen Verwandten hatte wissen wollen. Auch darin bestätigte sich übrigens das Wort des Briefes, dass Theodors zweiter kränklicher Bruder den Ruhenden bald zur Seite gelegt wurde. Konstanzen stand jetzt Theodors Begebenheit wie ein in sich vollendetes Ganzes da, wie eine Prophezeiung, dass die Geschichte vom Kirchhofe ebenfalls noch im Wachsen begriffen sei und ein für sie die Veranlassung zu der Beraubung des Toten schauerliches Ende haben werde. Je näher ihre Niederkunft rückte, desto größer ward auch ihre Bangigkeit. Nach großem Schmerz der Mutter erblickte ein Knabe endlich das Licht, auf dessen linker Brust, zum Schrecken der Älteren, eine Syrinkenblüte deutlich abgebildet war. Das Kind ging mit Sonnenuntergang wieder zur Ruhe. Konstanze ward immer schwächer und schwächer. Agnes blieb ihre treueste Wärterin und äußerte, dass sie ihr leider noch frisches Leben gern gegen Konstanzens nahen Tod vertauschen möchte. »Nein«, sagte diese noch im letzten Augenblicke, »auch ich sterbe gern. Denket der Verschiedenen und seid glücklich.« Dazu legte sie Rudolfs Hand in die Hand ihrer treuen Pflegerin. Ich